Also ich bin von der Ausbildung her und auch von der Praxis her Tageszeitungsjournalistin und Fernsehjournalistin. Plus habe vor 10 Jahren noch eine digitale, postmediale Ausbildung gemacht und ich arbeite in all diesen Bereichen sozusagen in Firmen und nutze sie dann, um die Themen an das jeweilige Publikum zu bringen. Ich mache das heute so, dass ich, ja, ich denke wohl, dass es einen großen Vertrauensverlust durch Relotius, aber auch durch andere Ereignisse gab. Und ich bin im Moment wieder zurückgekehrt dazu, die Fernsehkamera wegzulegen, Artikel zu schreiben, Reportagen zu schreiben, wo ich selber alles unter Kontrolle habe und in der Art, wie ich schreibe, auch transparent mache, wie ich vorgehe, wie mein Arbeitsprozess ist, so dass ich während ich die Geschichte, ich schreibe die Geschichte so, dass präsent ist, ich bin in Jordanien, ich spreche mit den Menschen in der Wüste, ich spreche mit dem Wasserminister, ich spreche mit dem, der illegal Wasser verkauft und ich spreche mit der NGO. Ich mache transparent, dass ich an all diesen Orten bin. Ich baue mich dann auch stärker in die Geschichte ein, um klar zu machen, ich bin überall dort gewesen, habe mit diesen Menschen gesprochen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich mit den Filmen, die ich gemacht habe, für AD, ZDF, für Arte, in Schulen arbeite. Dass ich Filme zeige über dieser Mann ist der, der die Stolpersteine legt. So läuft das. Das ist gut daran, das ist nicht gut daran. Und so habe ich diesen Film übrigens gemacht. Und folgende Ausschnitte habe ich ausgewählt, folgende habe ich weggelassen. Das heißt, ich arbeite mit Jugendlichen so, die ja gerne mal diese aus der Daddelwelt kommen, die Fake News Vorwürfe übernehmen. Oder auch denken, es ist irgendwie alles, bewegt sich so in so einem halbfiktionalen Bereich. Ich arbeite mit denen so, dass ich Themen an die Schulen rantrage, ob das jetzt Umgang mit den Mädchen mit Down-Syndrom ist oder in dem Fall jetzt öffentliche Erinnerungsprojekte und gleichzeitig immer dazu transparent mache, wie ich diese Filme mache. Das heißt, es ist immer eine Mischung aus, so entsteht Recherchejournalismus, guter Journalismus, transparenter Journalismus und so trage ich mit diesem Journalismus gesellschaftliche Themen an die Leute ran, sodass ich auf die Art und Weise versuche, das wieder klar zu machen, dass eine gute Geschichte mit der Recherche anfängt und nicht damit, dass in der Redaktion eine These aufgestellt wird und junge Reporter rausgeschickt werden, um Menschenfleisch zur These zu suchen. Und das ist für mich auch ein Grund, warum Relotius passiert ist. Das ist auch, der Fisch stinkt auch vom Kopf her in den Redaktionen und das bei Print genauso wie beim Fernsehen.